Servus und Konnichiwa zum Kölbauer-Portal. Heute stelle ich euch die Quarantäne vor. Wir haben hier 4 Becken mit 1,8 Kubikmeter, 6 Becken mit 2,5 Kubik. Eins ist da, das hat 2 Meter Durchmesser, das hat glaube ich 5,5 Kubikmeter. Und 7 Stück sind jetzt hier, das sind die großen Becken, wo wir auch die großen Fische drin haben. Die haben 7,8 Kubikmeter. Es ist eine extrem große Quarantäne. Ich glaube, in Deutschland ist das absolut einmalig. Wir haben hier mittlerweile, jetzt ist Sommer, wir haben Juli, da ist jetzt sehr viel Aufzucht mit dabei. Also da sind jetzt Tossai von Japan und auch von Indonesien da, die wollen wir quasi ein bisschen größer machen, ein bisschen aufpäppeln, einfach, dass wir die nicht so klein mit 12 bis 14 verkaufen, sondern einfach, dass die Fische schon mit 18 bis 25 cm in den Verkauf gehen. Da kann man dann auch rausselektieren, was ist jetzt zum Beispiel dabei, das wo gar nicht gut gewachsen ist, das kommt dann in Natur. Teichreifer uns, also dass man da quasi die besseren Fische oder die besten Fische nur zum Verkauf anbieten kann. Generell ist bei uns so, wir machen bei den größeren Fischen, also ab Nissai, das ist ab 30 cm rum, die kommen meistens Ende Oktober, Anfang November, da kommen die Fische quasi zu uns von Japan und die werden dann über den Winter, auch, wie ich davor gesagt habe, aufgepäppelt. Die werden dann quasi erst Anfang Mai verkauft. Das heißt, die Fische ab Nissai sind mindestens 6 Monate in Quarantäne. Und bei den kleineren Fischen, also bei den Tossai, machen wir es generell so. Die Fische kommen zwischen, ich sag mal, zwischen Januar und März. Und 95% von den Fischen, die werden dann quasi erst das Jahr drauf, also die haben über ein Jahr Quarantäne, werden die erst verkauft, eben dann in ein bisschen einer größeren Größe, dass man auch weiß, was ist gut an dem Fisch, wächst er gut etc. Also die kommen erst nach einem Jahr in die Verkaufsanlage nach Hause. Und beim Rest ist es so, die werden jetzt da, wie vorher schon erwähnt, werden die da aufgezogen und dann preislich bzw. größentechnisch schon ausselektiert.